Über Administration, Systemeinstellungen, Filialen können Sie angeschlossene Filialen verwalten. Und zwar, Wabi Profi 3 verfügt über eine kleine Filialenverwaltung. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, von einer zentralen Stelle aus Waren zu verteilen. Es bedeutet aber auch im Umkehrschluss, oder andersrum, was macht dieses Modul denn generell? Dieses Modul stellt sicher, und ich drücke mich jetzt mit einfachen Worten aus, dass die Hose mit der Nummer, also dass der Artikel mit der Nummer 500 überall die gelbe Hose ist. Dass der Lieferant mit der Nummer 328 überall unser Max Mustermann Lieferant ist. Und dass die Warengruppe 3380 überall die Festplatten sind. So, also das macht das Modul. Es stellt eine Datengleichheit oder eine Datenparallelität her. Der Nachteil an der Geschichte ist es, dass natürlich angeschlossene Filialen nicht mehr frei agieren können. Denn wenn jeder, sage ich jetzt mal, beliebig Artikel anlegen könnte, ist diese Parallelität, also diese Eindeutigkeit und Übereinstimmung auf verschiedene Filialen verteilt, nicht mehr gegeben. Denn bei Auswertungen kann es ja sein, dass Sie tatsächlich wissen wollen, was hat denn jetzt die Hose mit der Artikelnummer 500, wie wurden die verkauft? Und wenn jeder hier frei und wild agieren könnte, ist das nicht mehr gegeben. Das heißt, wenn Sie die Filialverwaltung nutzen, die ein optionales Modul ist, dann haben Sie an einer zentralen Stelle die Möglichkeit, Waren, also das heißt Artikel, Lieferanten und Warengruppen zu erfassen, zu editieren und dann eventuell Bestände an angeschlossene Filialen zu verteilen. An einer Filiale ist es wiederum allerdings nicht möglich, hier dann auch irgendwie was rumzuschieben oder Editierungen an Artikeln zu machen oder Lieferanten zu machen. Okay, lang geredet. Administration, Systemeinstellungen, Filialen müssen Sie natürlich an Ihre Zentrale, sage ich jetzt mal, Filialen anlegen. Nun sage ich Filiale 1. Da tue ich jetzt gar nicht lang rum. Natürlich Informationen vollständig eintragen, ist schon klar, ne? Okay, und hier Filiale 2. Filialnummer sollten Sie auf jeden Fall eintragen, weil Wabi Profi 3 kann jetzt mit der Verteilung, sollten wir vielleicht 2 wählen, dann ist es eindeutiger. Wabi Profi 3 kann mit der Verteilung von Daten dann umgehen. Hierzu haben Sie 2 Möglichkeiten. Sie können diese Daten, die Sie verteilen, also das heißt Waren, die Sie von A nach B schicken, können Sie per USB-Stick in die Lieferung mit reinpacken und sagen, hey Leute, wenn ihr die Lieferung habt, steckt da rein und dann ladet ihr euch diese Informationen ins System rein. Oder Sie können sagen, ich mache das per FTP, also das heißt online. Wenn Sie es auf per FTP machen, müssen Sie natürlich Ihre Zugänge konfigurieren. So, und das machen wir jetzt einfach mal. Unter Administration, Systemeinstellungen, müssen Sie auf jeden Arbeitsplatz natürlich erstmal sagen, wer bin ich? In der Karteikarte allgemein sagen Sie natürlich an der Haupt-, also in der Zentrale, sagen Sie, ich bin die Nummer 0. Also das heißt, 0 ist die Zentrale. Und wenn Sie sagen, ich bin 1, dann bin ich die Filiale 1, 2, klar bin ich 2. Was hat das für Auswirkungen? Ganz kurz. Wenn Sie im Artikelstamm gehen und Sie gehen jetzt hier auf einen beliebigen Artikel und sagen ändern, dann sagt Wabi Profi 3, hey, das geht nur in der Zentrale, weil ich bin ja eine Filiale. Okay, es geht hier um die Datenparallelität, Datengleichheit. Also, Filialnummer muss überall eingegeben werden, wenn ich die Zentrale bin, dann 0. In der Karteikarte FTP müssen Sie nun Ihre Zugangsdaten eintragen für Ihren FTP-Server. Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten eingetragen haben, müssen Sie auf Pfad bestimmen, damit Wabi Profi 3 erstmal die Struktur ausliest, die sie Ihnen dann visuell wiedergeben kann, so damit Sie ein Standardverzeichnis auswählen können. Leider Gottes hat die Erfahrung gezeigt, dass Leute, die oder oftmals manuell, als es früher noch die Möglichkeit gab, manuelle Eingabe des Pfades hat oftmals zu Fehlern geführt, weil Benutzer irgendwas vergessen haben, was falsch geschrieben haben. Deswegen gibt es hier den Button Pfad bestimmen. Diese Operation kann je nach Aufwand etwas dauern. Das heißt, es kann, wenn Sie wenig Verzeichnisse auf Ihrem Server haben, dann kann es mal 10 Sekunden dauern. Wenn Sie viele haben, kann es durchaus mal 3, 4, 5 Minuten dauern. Also das heißt, brechen Sie diesen Vorgang nicht ab, sondern warten Sie, bis dieses kleine Bildchen hier, Wabi Profi 3, folgende Arbeiten werden durchgeführt, verschwindet. Erst dann ist das komplette Einlesen Ihrer FTP-Struktur erledigt.
An dieser Stelle sei vielleicht noch mit angemerkt, dass Sie natürlich mit einem FTP-Programm erst einmal dieses Verzeichnis auf Ihren Server anlegen müssen. Ich persönlich empfehle Ihnen FileZilla. FileZilla ist ein Open-Source, kostenloses Programm auf Code Project oder irgendwie sowas, glaube ich. Bei Google einfach mal eingeben oder bei Bing, egal. Und dann sehen wir hier FileZilla.de. Schauen wir uns das mal an. Okay, das sieht aus, als ob es die richtige Seite wäre. Ich möchte Sie vielleicht, wie auch hier, warnen vor Downloaden und Abzockern. Das heißt, wenn Sie zum Downloaden einer Freeware-Software sich irgendwo einloggen, registrieren, das heißt persönliche Daten eingeben müssen, lassen Sie es bitte, dann sind Sie definitiv auf der falschen Seite. Gehen Sie immer auf der Seite zum Hersteller, das heißt, oder zum Programmierer, wie auch immer, also immer auf die Originalseite, denn dort gibt es wirklich eine kostenlose Software, auch kostenlos. Wenn Sie FileZilla heruntergeladen und installiert haben, loggen Sie sich natürlich über den Servermanager ein und erstellen dann, das mache ich jetzt hier natürlich nicht, erstellen dann auf Ihren FTP-Server ein Verzeichnis, zum Beispiel Filialen, dass Sie dann natürlich mit Wabi Profi 3 über diese Funktion Pfad bestimmen einlesen können. Ist das Einlesen Ihrer Filialen oder Ihrer Verzeichnisstruktur auf dem FTP-Server beendet, klicken Sie das dementsprechende Verzeichnis an und sagen Sie als Standard speichern. Nun klicken Sie auf Ausgang und der Standard wurde gespeichert. Das heißt, Wabi Profi 3 weiß, in dem Ordner Filialen kann nun der Datenaustausch stattfinden. Die untere Kategorie können Sie an dieser Stelle leer lassen. So, jetzt haben wir schon mal Grundlegendes, das heißt, wir haben am Server ein Datenverzeichnis ausgewählt, wir haben es eingelesen, wir haben die Zugangsdaten hinterlegt und wir haben ins System gesagt, dass er die Filialverwaltung nutzen soll und dass er die Zentrale ist. In einem weiteren Video empfehle ich Ihnen nun anzusehen, wie Sie Artikel verteilen auf Filialen.